Hallihallöchen und herzlich willkommen hier zu einer kurzen Folge Rage Mode. Und ja, für alle, die nicht Rage Mode kennen, probiert es einfach aus. Ich kann es nicht so gut erklären. Man hat einen Bogen und eine Axt und muss halt Leute töten. Was bei diesem Spielmodi einfach schwierig ist. Naja, ich hasse diese Map eigentlich. Also bei diesem, eigentlich bin ich in diesem Spielmodi halbwegs gut, aber die Map hasse ich, aber gerade läuft's gar nicht mal so schlecht. Lol, wo sind die denn? Ich weiß niemals, wo ich hier hinrennen soll bei solchen riesigen Maps. Wo ich wen killen soll. Oh mein Gott, wer schießt denn schon wieder? Ach, da ist er. Oder auch nicht. Ja gut, dann holen die mich halt von zwei Seiten. Ja, zumindest probiere ich es heute mal aufzunehmen und ja, eine halbwegs gute Runde zu finden. Was mich aber gerade abfuckt, ist, dass ich diese Map ausgewählt habe. Das ist eine richtig scheiß Map. Ich mag die überhaupt nicht. Die ist so riesig und undurchsichtlich. Einfach viel zu groß. Was ist denn hier los? Ja, deswegen mag ich die Map nicht so, aber ich bin noch Dritter, also kann ich noch alles schaffen. Solange ich nicht geaxtet werde. Was sicherlich bald passieren wird. Und hier ist einfach kein Spieler. Ich mag das nicht, einfach rumzurennen bei Rage Mode. Willst du mich verarschen? Und wie der Name schon sagt, ist das ein Spielmodus zum Upragen. Ja, und es macht eigentlich Spaß, so zwischendurch, deswegen, ich habe eigentlich gesagt, dass ich nicht so der Spieler bin, der allein auf Gomme spielt, aber der Spielmodus ist gar nicht mal so schlecht. Und, naja, einzig Nerviges heute, dass irgendwie Fraps ganz schön Leistung zieht. Ich weiß nicht, heute ist mein Rechner richtig im Arsch durch Fraps. Und ich habe vorhin schon aufgenommen eine Runde, also, naja, das wurde gar nichts. Junge, ich hab den noch getroffen. So, jetzt aber. Bei diesen Häusern kann man echt schön campen. Ich bin auch nicht so der Camp-Typ. Ich bin wieder so ein Typen, die nur mit den Äxten rumrennen. Junge, will ich einfach nicht treffen. Was ist denn los? Oh, geaxtet. Nicht nett. Aber das schaffen wir, glaube ich, noch. Da ich schon am Anfang eine 3er-Killstreak hatte, obwohl die Typen können eigentlich noch aufholen. Und schon wieder hier. Oh. Da ist jemand in der Erde versteckt. Und ich treffe die schon wieder nicht, oder was? Lass mich verarschen. Kann man hier raus? Ich glaube nicht. Ja, na gut, ich darf nie in die Häuser rennen, das war mein Fehler. Was ist denn heute los, verdammt? Seht ihr das immer, wenn die Maps so richtig langsam regeneriert? So bin ich gar nicht gewöhnt. Meine FPS sind auch nicht die besten heute. Ich habe keine Ahnung, was heute los ist. Okay, ich glaube, ich bin jetzt nicht mehr Erster, nachdem ich einfach keine Kills mehr mache. Aber das schaffen wir noch irgendwie, hoffe ich. Longaxt. Oh, wenn ich den geaxtet hätte, das ist der erste Typ. Junge, was ist denn los hier? Das gibt's doch nicht. Ich bin auch übelst leise, wenn man sich irgendwie richtig konzentrieren will. Aber naja, ich glaube, ich werde das schon irgendwie schaffen, diese Runde zu gewinnen. Ich streng mich mal an, meine lieben Freunde. Den Typen will ich jetzt axten. Nein. Ich wieder einfach nicht treffe, ey, das gibt's doch nicht.
gibt's nicht. Leute, ja, ihr merkt schon, ich bin sehr leise und bin gerade nicht so gesprächig. Ich brauche keine Ahnung wieso. Aber ja, man muss sich halt konzentrieren. Und oh, das war ein Long Axe. Ich schieße einfach in die Menge, obwohl keiner ist. Ja, hier ist das sinnlos. Oh, lol, ich habe jemanden getroffen, den ich gar nicht gesehen habe. Komm, die Dreierküste wenigstens. Die brauche ich jetzt. Komm. Und 5er-Küste, schön. So, damit wir wieder ein bisschen Punkte machen. Okay. Mein Rekord ist eine 14er Killstreak. Ich wurde vor dem 15. gekillt von meinem Freund. Wir haben so zusammengespielt. Also jetzt nicht im Team, aber er wusste halt nicht, wo ich bin. Und nachdem ich die 14er Killstreak erreicht habe, oder nach meinem 12. Kill, hat er mich angefangen richtig zu suchen, um mich zu killen. Oh, schon vorbei. Ja, um mich zu killen, damit ich nicht die 15er Killstreak erreiche. Aber na, das hat er dann auch geschafft nach dem 14. Kill, der Bösewicht. Sonst hätte ich jetzt eine 15er Killstreak vorzuweisen. Und ja, Leute, ich glaube, ich lasse das mal bei dieser kurzen Runde, denn ich weiß nicht, irgendwie habe ich gerade wirklich... Wieso habe ich konstant 24 FPS? Was ist denn da? Was ist denn hier los, verdammt? Ich weiß nicht, ob das an dem Server liegt oder keine Ahnung. Ich habe eindeutig nicht so einen schlechten Rechner, bloß ich weiß nicht, was heute los ist. Ich glaube, das liegt an Fraps, dass das heute ein bisschen rumspinnt und extrem viel Leistung zieht, denn normalerweise habe ich, ja, ich habe jetzt nicht den besten Rechner, aber so zwischen 60, 70 habe ich immer, also damit ich wollte ja anfangen in 60 FPS Minecraft aufzunehmen, aber ich habe mir dann gedacht, also wenn ich so eine schlechte FPS-Rate heute habe, mache ich das lieber nicht. Deswegen kommt nur ein normales Video und ja, es gibt einen neuen Command hier auf dem comhd.net Server, den Report-Command oder ja, kann man das Command nennen, ich habe keine Ahnung. So, zumindest, ich verabschiede mich hier, ich hoffe, euch hat die Rage-Mod-Folge gefallen. Wenn ja, kann ich ja mal wieder eine machen und ja, sorry, dass ich jetzt ein bisschen wenig geredet habe und nicht so viel Gesprächsthema hatte. Ich wollte halt eine Runde aufnehmen, denn ich habe keine Ahnung, ich finde halt nichts Direktes, was ich hier auf, also für mein Minecraft-Mittwoch aufnehmen kann, deswegen, ja, nehme ich halt gerade wild auf, alles mögliche, meine Minecraft-Wall, dann timolianische Spiele oder Rage-Mode. Ich werde mir jemanden suchen, mit dem ich zusammen aufnehmen kann, damit wir mal ein paar schöne Runden raushauen. Oder ich mache mal Montage, ich habe keine Ahnung, aber da bin ich wirklich nicht der Beste drin. Deswegen, ja, gucke ich mal, was ich am nächsten Mittwoch bringe. Ich hoffe, es wird ein bisschen besser und guck mal, wie die Welt regeneriert. Sowas bin ich gar nicht gewöhnt. Naja, ich verabschiede mich hier. Ja, sorry, dass das... Ja, keine Ahnung. Dass mein Computer jetzt so ein bisschen rumspackt. Wird auf alle Fälle in der nächsten Folge besser. Darum werde ich mich kümmern. Und wenn ich hier eine neue Grafikkarte oder Prozessor oder was auch immer kaufen muss, ich glaube, der ist nicht am Arsch, das liegt einfach nur an Fraps. Dass Fraps ein bisschen rumspinnt. Aber gut, genug geredet, ich verabschiede mich hier und ja, nächstes Mal kommt wieder irgendwas Schönes. Ich weiß nicht, ich glaube von Gomme oder Timolia. Mal gucken. Ciao!